Wer die letzten Jahre dabei war im Lukas-Evangelium, der weiß, wir kommen langsam zum Showdown. Das heißt, wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wie Jesus von seinen Anklägern durch einen ganz unfairen Prozess zum Tod verurteilt wurde. Und heute wollen wir uns anschauen, wie dieselben Ankläger versuchen, dieses Todesurteil bestätigt zu bekommen. Und zwar von dem höchsten römischen Beamten, den es damals gab, dem Statthalter Pontius Pilatus. Schlagen auf Lukas Kapitel 23. Und ich möchte heute am Anfang mal den ganzen Vers von den ganzen Text von Lukas Kapitel 23, 1 bis Vers 25 in einem Rutsch durchgehen, damit wir die ganze Geschichte vor Augen haben. Es ist jetzt nicht die überraschende Geschichte. Also jetzt nicht, dass jemand sagt, boah, da habe ich noch nie gehört in meinem Leben, ja. Was mag da auf uns zukommen? Hoffentlich geht das gut aus. Also zum einen, das geht schlecht aus. Zum anderen, das ist so eine der Geschichten, die steht in jeder Kinderbibel. Also das ist wirklich fast schon sowas wie kulturelles Allgemeingut. Nur so eng an Weihnachten dran liest man das selten. Das gehört eher so ein bisschen Richtung Ostern. Ich möchte trotzdem jetzt die Verse 1 bis 25 mit euch einmal durchgehen. Und das reicht, wenn ihr so ein bisschen zuhört, ein bisschen versteht, was da eigentlich passiert. Lukas Kapitel 23, Vers 1. Und die ganze Menge derselben stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Der Hohe Rat hatte sich früh morgens getroffen. Pilatus scheint kein Morgenmuffel gewesen zu sein. Also zumindest steht er sein Büro anscheinend so, sobald da die Sonne aufgegangen ist und der Hohe Rat fertig war, für alle zur Verfügung. Und sie gehen jetzt zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und wehrt dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Das ist eine Anklage und wir wissen schon, diese Anklage ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Da stimmt nichts dran. Noch nicht einmal die Sache, dass Jesus möchte, dass man keine Steuern zahlt. Wenn sie wissen wollten, ja, das hatten sie ihn ja schon gefragt, wie stehst denn du zu den Steuern? Und was hatte Jesus gesagt? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also Jesus ist überhaupt nicht gegen Steuern. Aber sie tun so, als wäre Jesus ein ganz furchtbarer Aufrührer, so ein kleiner Revolutionär. Das sagen sie natürlich nur deshalb, weil sie ganz genau wissen, wenn du zu Pontius Pilatus hingehst und sagst, also wir haben eigentlich nur ein theologisches Problem mit Jesus, ja, aber könntest du den nicht für uns mal ganz eben um die Ecke bringen? Dann würde Pontius Pilatus sagen, Entschuldigung, was habe ich mit euren Streitigkeiten zu tun? Also sie brauchen eine andere Form der Anklage und das ist das, was sie vorbringen. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Ich würde diesen Text, und das machen namhafte Ausleger auch, nur nicht unser Text in der Elberfelder, ich würde ihn gerne einen kleinen Tick anders übersetzen. Ich würde ihn nicht als Aussage, du sagst es, sondern als Frage übersetzen. Ihr könnt euch das in eurer Bibel gern notieren. Man kann den Vers übersetzen mit, was sagst du? Also ihr müsst euch vorstellen, da steht ein hoher römischer Beamter und vor ihm dieses kleine galiläische Wichtelchen, dieser Nobody, dieser Niemand, den man, ich weiß nicht, seit 24 Stunden wach hält, der sich wahrscheinlich kaum mehr auf den Beinen halten kann, der so nach gar nichts aussieht. Und dann kommen Leute und sagen, der will König sein. Es macht viel mehr Sinn, dass Jesus Pilatus fragt, sag mal, was denkst du denn von mir? Was ist dein erster Eindruck, wenn du mich siehst, wenn du erlebst, wie ich hier auftrete? Bin ich in deinen Augen ein König? Und Pilatus schaut da nur einmal kurz hin und sagt, nee, also Entschuldigung, du bist überhaupt kein König. Du hast überhaupt nichts Königliches an dir, so wie du hier auftrittst. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Das ist das erste Mal, dass er sagt, ich finde keine Schuld. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa, das ist im Norden, bis hierher, also bis nach Jerusalem im Süden. Und das ist so total interessant, denn die Anklage lautet, er wiegelt das Volk auf. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sie Jesus genau die Tat unterstellen, die dann am Ende
der Geschichte, der Barabbas, der anstelle von Jesus freigegeben wird, der das tatsächlich gemacht hat. Also sie verklagen Jesus des Aufruhrs, sie sagen, das ist ein Terrorist, aber Jesus ist es gar nicht. Und sie stellen sich hin als die, die für die Römer sind, die pro Rom eingestellt werden, die hier Sicherheit und Ordnung hochhalten. Aber wenn man ihnen anbietet, einen echten Terroristen freizulassen, dann sagen sie, ja, den wollen wir haben. Es ist völlig verquer. Es geht überhaupt nicht um Recht und Ordnung. Es geht überhaupt nicht um die Frage, ist das richtig, was hier passiert? Sondern es geht von vorne bis hinten nur um eine Sache. Jesus soll weg. Pilatus merkt das natürlich. Pilatus wäre nicht da, wo er angekommen ist in der römischen Hierarchie, so weit oben, wenn das ein Dummkopf gewesen wäre. Er merkt, man will ihn instrumentalisieren, man will ihn benutzen. Und deswegen, als er das Wort Galiläa hört, denkt er, jetzt komme ich raus aus der Geschichte. Weil wenn Jesus eigentlich ein Galiläer ist, und dazu muss man wissen, die Juden lebten im Norden in Galiläa und im Süden in Judäa. Pontius Pilatus hatte über den Süden was zu sagen, so rund um Jerusalem. Der Norden, der wurde beherrscht von einem anderen König. Auch ein König nach Roms Gnaden, ein Herodes. Nicht der Herodes aus der Weihnachtsgeschichte, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die hießen da allemal immer wieder Herodese, da kann man ganz durcheinander kommen. Also irgendein anderer Herodes. Und der war natürlich, weil er Jude war und Passa gefeiert wird, auch gerade in der Stadt. Und Pilatus denkt sich, super, ja, ich werde den Fall los, weil ich bin ja formal vielleicht gar nicht so richtig zuständig. Wenn das ein Galiläer ist, dann schicke ich den einfach mal zu Herodes. Vers 6. Als aber Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen in Jerusalem war. Als aber Herodes sah, freute er sich sehr, denn er wünschte, schon seit langer Zeit ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte, und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Und was jetzt beginnt, wir haben diesen Herodes, der sich so denkt, boah, Jesus, super, ja, den hätte ich schon gerne immer mal kennengelernt. Aber Jesus hatte sich das irgendwie nie so vorgenommen, so bei den hohen Herren vorzusprechen. Er ist immer bei den einfachen Leuten geblieben. Und er denkt sich, naja, so ein Zeichen, das wäre schon toll. Ja, du lädst dir Jesus ein und stellst dann so ein Glas Wasser hin und sagst, mach doch mal Wasser zu Wein. Reicht ein Becher voll. Ich will es nur einmal sehen. So eine Kleinigkeit einfach, wie so ein Pausenclown zwischen den Gängen. Ja, mach doch mal was Nettes, dass wir uns einfach mal freuen können an dem, was hier so, was du so drauf hast, dass wir so ein bisschen sehen, wer du bist. Und mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung hat sich Herodes auf Jesus einfach gefreut. Und er hat dann natürlich weitergemacht. Er bekommt ja einen Job, er bekommt von Pilatus den Job, schau mal, was an dem Kerl dran ist. Und deswegen heißt es dann, er befragt ihn aber mit vielen Worten. Was macht Jesus? Jesus jedoch antwortete ihm nichts. Das ist eine gruselige Geschichte. Denn Jahre vorher hatte derselbe Herodes Johannes den Täufer gefangen gesetzt. Den, der auf Jesus hingewiesen hat. Und es ist gruselig für mich jetzt, das zu lesen. Weil es bedeutet, wenn du die Stimme Gottes, da wo sie in dein Leben hineinspricht, und das war in dem Fall durch Johannes den Täufer geschehen, wenn du die Stimme Gottes in deinem Leben tot machst und du irgendwann später vielleicht so aus Neugierde sagst, ich hätte doch noch mal Lust drauf, spiel mit Gott nicht rum. Es kann sein, dass Gott dann einfach schweigt. Gott ist kein netter Gott. Jesus schweigt. Gott kennt das Herz von diesem Herodes und er akzeptiert es. Gott lässt sich nicht rumschubsen. Er schweigt und anstelle von Jesus reden dann die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Sie standen nun auf und verklagten ihn heftig. Wir merken, Jesus geht da in eine zweite Verhandlung richtig rein. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, also Herodes merkt auch, da ist eigentlich gar nichts dran, das Einzige, was er jetzt machen kann, wir müssen Schabernack mit Jesus treiben, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück.
Also der will gar nichts damit zu tun haben. Es geht wieder weiter bei Pilatus. Ich kann mir das vorstellen. Ja, Pilatus denkt, boah, den bin ich los. Hat sich vielleicht gerade hingesetzt und wollte frühstücken. Ja, und kaum ist der weg, kommt er wieder. Und Pilatus denkt sich, super, jetzt habe ich das Ding wieder an der Backe. Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander. Denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Schönes, interessantes Ergebnis. Vers 13. Als aber Pilatus die hohen Priester und die Obersten des Volkes zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig. Aufrührer, Terrorist. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Mensch keine Schuld gefunden. Das zweite Mal, dass Pilatus sagt, es ist keine Schuld an Jesus. Jesus hat nichts getan, wofür es gerechtfertigt wäre, ihn umzubringen. Und er legt jetzt noch eine Kohle drauf, aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Also Herodes unterstützt das noch. Und jetzt weiß Pilatus, ihn einfach freigeben, das funktioniert nicht. Also ich muss irgendwas tun, ich möchte ihn nicht umbringen, aber ich könnte ihn ja züchtigen. Ich will nun züchtigen und losgeben. Züchtigen heißt, du bindest jemanden an so einen Stock fest, ja, hast hinten eine Peitsche, eine Geißel oder was weiß ich, einen Stock und schlägst einfach auf ihn drauf los. Ja, bei den Juden waren das immer 40 weniger einen Streich, ja, das sind 39, die 39 nur, damit man sich nicht verzählt, weil 40 war halt die Obergrenze, ja, und dann wirst du halt einfach ausgeprügelt. Und Pilatus sagt, ich bin bereit, so weit zu gehen, ihn zu züchtigen, aber umbringen möchte ich ihn eigentlich nicht. Ich komme euch ein Stück entgegen. Die ganze Menge schrie aber zugleich und sagte, weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Hintergrund, am Passafest war es üblich, einen Verbrecher zu amnestieren. Und da gab es anscheinend einen stadtbekannten Terroristen und Mörder. Und sagen, den wollen wir haben, wollen nicht diesen Jesus. Sie merkten, Pilatus spekuliert auf diese Amnestiegeschichte. Ja, nee, wollen wir nicht. Wir wollen den anderen haben. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, und jetzt wird's langsam heikel, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er sprach aber zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden, also keine Ursache, die des Todes würdig wäre oder den Tod nach sich ziehen würde. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Er probiert es nochmal mit seiner Taktik. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt würde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworden war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Hast diesen rasenden Mob vor dir, der Blut sehen will? Und wenn es hier heißt, er übergab ihm ihren Willen, dann heißt das, er hat ihn tatsächlich zum Tod durch das Kreuz verurteilt. Von außen betrachtet eine absolut üble Geschichte. Auf der einen Seite Jesus, der irgendwie ganz alleine dasteht. Auf der anderen Seite dieser von den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten gelenkte, ein bisschen gesichtslose Mob im Blutrausch, der genau eine Sache will, dass Jesus stirbt. Dreimal betont Pilatus die Unschuld. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und auch Herodes, der galiläische König, weiß, dass dieser Wanderprediger eigentlich nichts getan hat, wofür man ihn hätte umbringen müssen. Und trotzdem, am Schluss sind sich irgendwie alle einig, Jesus muss weg. Und er wird tatsächlich gekreuzigt. Ich habe das am Anfang gesagt, eine Osterpredigt. Ja, wenn heute Ostern wäre, dann würde ich jetzt da drauf springen und würde sagen, schaut mal, dreimal hat Pilatus gesagt, Jesus ist unschuldig. Und dann hätte ich mir vielleicht einen Text rausgesucht, wie, gibt in 1. Petrus 3, Vers 18, gibt es eine Stelle, da heißt es, denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Also es ist ein biblisches Thema zu sagen, diese Stelle spricht davon, dass ein Ungerechter für Gerechte stirbt.
Und diese Ungerechten, das sind wir, und der Gerechte, das ist Gott. Gott in der Person von Jesus auf dieser Erde, und er stirbt für unsere Schuld. Und wir brauchen ihn, wir brauchen dieses Opfer, um einen Weg zu Gott zu finden. Das wäre so der klassische Ansatz, um diesen Text zu predigen. Ich würde heute aber gern einen anderen Text rausgreifen. Das können wir ja an Ostern machen. Da kommt das, denke ich, auf alle Fälle immer wieder. Ich möchte heute eine andere Frage stellen. Und die Frage lautet, was haben eigentlich die Leute, die jetzt hier mit Jesus falsch umgehen, was haben die eigentlich davon? Habt ihr euch das mal gefragt? Was haben die davon? Und die Antwort lautet, sie haben eigentlich eine Menge davon. Ganz unten angefangen bei dem Barabbas, der kommt frei. Ja, der ist eher so ein Abfallprodukt von der ganzen Aktion. Aber er kommt frei. Am Ende geht der nach Hause und sagt, haha, hier bin ich wieder. Herodes und Pilatus, was haben die davon? Nein, die werden Freunde. Die mochten sich vorher nicht so richtig und jetzt sind sie plötzlich miteinander befreundet. Hohenpriester, Schriftgelehrten und der Mob, naja, die halten ihren Willen. Es wird genau das gemacht, was sie wollten. Pilatus hat seine Ruhe. Herodes bekommt sogar ein bisschen seine Neugierde befriedigt. Vielleicht nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat, aber doch ein bisschen schon. Also ich habe eine Situation, die ist auf der einen Seite völlig durchtränkt von Lüge, von Gewalt, Verrat, Manipulation. Es geht überhaupt nicht um Wahrheit, aber wirklich schlimm ist diese ganze Situation nur für einen, nämlich für Jesus. Für alle anderen zahlt sich Sünde in diesem Moment irgendwie aus. Und ich finde das total spannend. Könnt ihr sehen, warum Sünde so unglaublich attraktiv ist? Der Punkt ist der, dass Sünde ihre teuflischen Risiken und ihre hässlichen Nebenwirkungen versteckt. Und dass sie das irgendwie schafft, so rüberzukommen, dass für den Moment Sünde sich auszahlt. Vielleicht kennt ihr diesen Witz. Kommt eine Frau vom Gottesdienst nach Hause, fragt der Mann sie, na, wie war's? Sie sagt, gut. Er, wie war die Predigt? Sie, schön. Worüber hat er gepredigt? Sie, über Sünde. Was hat er gesagt? Er war dagegen. Prediger sind immer gegen Sünde, richtig. Warum? Weil Sünde tatsächlich, wenn man sie im Detail untersucht und wenn man sich anschaut, was die Bibel über Sünde sagt, dann macht Sünde immer alles kaputt. Es gibt unglaublich viele Warnungen in der Bibel vor Sünde. Sünde ist das, was den Heiligen Geist in unserem Leben betrübt. Ja, du möchtest mit dem Heiligen Geist leben, du möchtest ihn als echtes Gegenüber erfahren. Sünde macht das unmöglich. Sünde ist das, was in deinem Leben Gott entehrt. Denn du bist gemacht, Gott zu verherrlichen, und Sünde macht das irgendwie unmöglich. Sünde verhindert, dass deine Gebete erhört werden. Sünde raubt uns etwas von den guten Gaben Gottes. Gott möchte uns beschenken und er kann uns nicht beschenken, weil da Sünde ist. Du freust dich daran, dass du Kind Gottes bist, dass du mit Gott leben kannst. Wenn Sünde in dein Leben kommt, bleibt diese Freude auf der Strecke. Du möchtest geistlich wachsen? Sünde sorgt dafür, dass das nicht gelingt. Sünde sorgt sogar dafür, dass Gott strafend in dein Leben eingreifen muss. Sie macht uns für den Dienst unbrauchbar. Sie belastet unser Miteinander in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Man könnte, wenn man das alles sich anschaut, einen Strich drunter machen und sagen, Sünde ist nie wirklich gut. Und trotzdem ist Sünde unglaublich attraktiv. So attraktiv, dass Menschen immer und immer wieder darauf reinfallen. Und das liegt daran, dass sich Sünde scheinbar für den Moment auszahlt. Gehen wir es nochmal durch. Wie sehr sich das auszahlt. Da ist der Barabbas, ja, der kommt frei. Eben noch Verbrecher im Gefängnis, aber dann gilt eben doch, in dieser Welt kommen sogar Verbrecher, sogar Mörder, manchmal ungeschoren davon. Wer nicht davon kommt, das ist Jesus. Oder Herodes und Pilatus, die Freunde werden. Ist dir klar, dass Sünde Beziehungen bereichern und vertiefen kann?
Sünder sind nicht die Einsamen, die irgendwie so als Lonely Rider durch die Welt ziehen und keinen guten Freund haben. Stimmt überhaupt nicht. Sünde kann dazu beitragen, dass man wilde Partys feiert, viele Kontakte hat, Vitamin B besitzt, Teil des Systems ist. Sünde kann sich ziemlich auszahlen. Wenn du Teil der Gang bist, bist du nicht allein. Und das macht Sünde. Der Einzige, der hier allein ist, das ist Jesus. Alle anderen haben irgendwie ihre Gemeinschaft gefunden. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die erhalten ihren Willen. Da wird diese lästige Konkurrenz aus Galiläa tatsächlich ausgeschaltet. Und sie kommen mit ihrer Scheinheiligkeit und mit ihrer Heuchelei durch. Sie haben das religiöse System so gut im Griff, dass sie am Ende als die Angesehenen und die Guten vor aller Augen bestehen können. Der Einzige, der nicht bestehen kann, ist Jesus. Ihre Ungerechtigkeit, ihr Desinteresse an Wahrheit bleibt auf der Strecke. Das kommt durch, aber die Wahrheit bleibt auf der Strecke. Pilatus hat seine Ruhe. Ja, das Problem ist vom Tisch. Ich muss zugeben, dass das nur fast stimmt. Denn Pilatus hat am Ende ein klein bisschen ein schlechtes Gewissen. Man merkt das nicht bei Lukas, sondern man kann das bei Matthäus lesen. Da stellt sich dann Pilatus hin und denkt, bah, jetzt habe ich den da umbringen lassen. Das ist eigentlich nicht ganz in Ordnung. Und dann macht er was ganz Putziges. Er stellt sich vor alle hin, holt ein Waschbecken und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen und herzhaft losgelacht habt. Denn das ist das, was du tun müsstest an der Stelle. Da ist ein hoher römischer Beamter, der Herr über Leben und Tod. Und er lässt sich von diesem Mob manipulieren. Und er merkt es und er geht darauf ein. Und das Einzige, was er schafft, ist, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja? Ihr seid schuld. Bin ich schuld? Ihr seid schuld. Ja? Beliebtes Konzept. Ja? Ich merke, ich sündige. Und dann kommt so ein schlechtes Gewissen hoch. Und das Einzige, was mir einfällt, ist, ich hänge meine Schuld anderen an. Ich will meine Ruhe. Der Einzige, der seine Ruhe nicht bekommt, der von einem zum anderen getrieben wird, ausgepeitscht wird, angeschrien und dann zu Tode gefoltert wird, der Einzige ist Jesus. Und Herodes, der mit seiner Neugierde, ja, der so halbwegs das gekriegt hat, was er wollte, klar, er hätte sich noch ein Zeichen gewünscht, das hat er nicht gekriegt, auch das im Prinzip, Sünde gibt dir immer nur halb so viel, wie du dir wünschst. Sünde ist nie wirklich voll befriedigend. Aber trotzdem, machen wir uns nichts vor. Er hatte seinen Spaß. Wer keinen Spaß hatte, das ist wieder Jesus. Die Sache mit dem glänzenden Mantel und dem Spott und der Erniedrigung durch all die Menschen, denen er Gutes getan hat, das war kein Spaß. Und mein Fazit ist, wenn ich mir das anschaue, mein Fazit ist, Sünde zahlt sich aus. In der Tat, nur für den Moment. Wer die Bibel kennt, weiß, dass wir einen Gott haben, der richten wird. Gottes Gericht kommt. Aber die Bibel kennt dieses Prinzip, steht in Hebräer 11, Vers 26, vom zeitlichen Genuss der Sünde. Sünde hat für eine bestimmte Zeit eine ganz positive Seite. Sie bringt etwas. Der zeitliche Genuss der Sünde. Frage, warum erzähle ich euch das? Ich erzähle es euch, weil wir können Jesus nicht noch einmal zum Tod verurteilen. Wir waren damals nicht dabei. Wir waren nicht Teil dieses Mobs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich damals dabei gewesen wäre. Ich werde mich nicht hier hinstellen und werde so tun, als hätte ich nicht mitgemacht. Aber ich war damals nicht dabei. Aber was ich tun kann heute noch, ich kann die Haltung dieser Christusmörder imitieren. Ich kann heute noch falsch mit Jesus umgehen. Ich kann Sünde so attraktiv finden, dass ich aufhöre, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte mit euch gerne in den ersten Petrusbrief hineinspringen. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 21. Da wird die gleiche Geschichte, die wir eben betrachtet haben,
Jesus vor Pilatus und Herodes und auch vor dem Hohen Rat letztes Mal, wird aus einer anderen Perspektive noch einmal betrachtet. Da schreibt Petrus, denn hierzu seid ihr berufen worden. Also es geht um unsere Berufung, die wir als Christen haben. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Geistliches Leben ist eigentlich eine ganz simple Sache. Es geht darum, ich habe ein Vorbild, das ist Jesus, und Jesus ist auf eine bestimmte Weise seinen Weg gegangen, Schritt für Schritt für Schritt. Jeder Schritt, den er getan hat in seinem Leben, steht für eine Entscheidung, die er getroffen hat. Eine Entscheidung gegen Sünde, eine Entscheidung für die Wahrheit. Und was Petrus hier sagt, ist, als Christen stehen wir in dieser Tradition. Jesus ist unser Vorbild. Und so wie er Schritt für Schritt die richtigen Entscheidungen trifft und uns irgendwie vormacht, wie man richtig lebt, Schritt für Schritt, so sollen wir, und das geht jetzt im Winter, ging das immer ganz gut, ja, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, ihr habt so eine Schneespur vor euch, ja, man geht so spazieren, ja, kommt an ein Feld, da ist vielleicht so eine Spur. Und ich mache dann gerne Folgendes. Ich versuche dann, wenn ich dann so die Trippelchen sehe, ja, ich versuche dann genau da rein zu, ich weiß nicht, warum man das macht, aber ich mache das halt, ja. Also ich versuche dann genau von meinem Vorgänger da reinzugehen, wo genau die in diese Fußspuren. Das sieht dann immer ganz lustig aus, wenn man zurückschaut, weil genau schafft man es natürlich nicht. Das sieht dann immer so ein bisschen wischiwaschi aus. Aber man probiert es doch. Und das ist geistliches Leben. Ich schaue mir an, wie macht Jesus das? Und ich versuche es zu imitieren. Wie hat Jesus das gemacht? Vers 22. Der keine Sünde getan hat, noch ist Trug oder Betrug in seinem Mund gefunden worden, hat immer die Wahrheit gesagt, hat an keiner Stelle gesündigt, der geschmäht nicht wieder schmähte. Schmähen heißt, dass man einem anderen was Böses sagt. Du Trottel, du Depp, ja, was bildest du dir denn und so weiter. Ja? So, und das ist Jesus die ganze Nacht lang passiert, dass man ihm die übelsten Vorwürfe an den Kopf geworfen hat, ihn runtergemacht hat. Und er sagt nicht zurück. Ja, wenn zu mir einer sagt, du Trottel, der erste Impuls, den ich habe, der lautet etwa so, selber Trottel. Ja, das ist dieses Schmähen, Wiederschmähen. Jesus übermüdet aufs Ungerechteste, mit solchen Vorwürfen konfrontiert, sagt gar nichts. Und es geht noch weiter. Das ist ja nicht nur Jesus, der kleine Wanderprediger, sondern da steht Gott. Es geht hier weiter mit, der geschmäht nicht schmähte, leidend nicht drohte. Ich stelle mir das so vor, da hast du so einen römischen Soldaten oder vielleicht so einen Herodes-Anhänger, ja, der anfängt mit Jesus so Spielchen zu treiben, der ihm so Backpfeifen gibt. Stell dir vor, da steht so, da traut sich einer, Gott ins Gesicht zu schlagen. Weißt du, wenn ich Gott wäre, dann würde ich an der Stelle sagen, Freund, das war zu viel. Ich werde dich und deine Kinder und deine Familie ausrotten. Ich werde von dir und von dem, was es von dir gibt, nichts, kein Atom auf dieser Erde zurücklassen. Man wird sich an dich nicht erinnern. Ich werde deinen Namen tilgen bis in alle Ewigkeit. Ja, das wäre so Gott, ja? Gott sagt, macht er nicht. Er lässt das einfach zu. Er droht nicht einmal. Er lässt es einfach über sich ergehen. Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das war, was in Gethsemane passiert ist. Jesus hat ein Ja gefunden zu dem Willen Gottes. Und dann kommt dieser wunderbare Satz in Vers 24, der unsere Berufung jetzt im Blick auf Sünde auf den Punkt bringt. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Bis dahin. Jesus nimmt unsere Sünde und trägt sie förmlich, ja, wie man einen Rucksack aufsetzt. Und er trägt sie ans Kreuz. Und er gibt uns damit einen Auftrag. Er sagt, so wie ich eure Sünden ans Kreuz hinaufgetragen habe, sie von euch weggenommen habe, so möchte ich jetzt, dass ihr
den Sünden abgestorben seid, dass ihr euch fühlt wie jemand, der im Blick auf Sünde tot ist. Und dass ihr der Gerechtigkeit lebt. Dass Sünde für euch, egal wie attraktiv sie ist, dass die in eurem Leben keinen Platz mehr hat. Nachfolge heißt, Dinge so zu machen, wie Jesus sie gemacht hat. Und sein Leben war ein Kampf gegen die Sünde. Er wurde überhaupt nur Mensch, weil es Sünde gibt. Er hat diese Sünden, die wir hatten, genommen und hat am Kreuz dafür gelitten. Er hat für uns bezahlt, obwohl er selber sündlos war. Für Jesus hatte Sünde keinerlei Attraktivität. Für Jesus war Sünde einfach nur Last. Last, die er für uns getragen hat, damit wir, und ich lese das nochmal hier, den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Und jetzt merken wir etwas. Ich schaue mir den Barabbas an, ich schaue mir den Pilatus an, den Herodes, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, den Mob. Keiner von denen hat wirklich Interesse an Gerechtigkeit. Jesus schon. Jesus erduldet lieber Ungerechtigkeit, als dass er den Spieß umdreht. Und diese Haltung zur Sünde, dieses Nein zur Sünde, egal wie es mir gerade geht, egal unter was für einen Druck ich gesetzt werde, egal was es mir für einen Vorteil bringen würde, dieses bedingungslose Nein zur Sünde, das ist genau das, was Jesus von seinen Jüngern verlangt. Für ihn ist Sünde keine Option. Und sie sollte für uns auch nie eine Option sein. Jesus hat Sünde dorthin gebracht, wo sie hingehört, nämlich an ein Kreuz. An einem Kreuz, wo Sünde gerichtet wird. Am Kreuz wird deutlich, wie schlimm Sünde tatsächlich ist. Vielleicht muss man es noch sagen, dass das Kreuz, genauer gesagt, wenn wir einen Blick ans Kreuz tun und sehen, wie sehr Jesus da für uns gelitten hat, wie grausam das war, dass damit mit diesem Blick ans Kreuz auch für uns die Attraktivität von Sünde eigentlich weg sein sollte. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14, beschreibt Paulus unsere Einstellung zu dieser Welt, in der wir leben. Ich lese es erstmal vor und dann erkläre ich, was mit Welt gemeint ist. Galater 6, Vers 14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen. Paulus sagt, wenn ich mit irgendwas angeben wollte, mit dem, was ich bin, was ich habe, fange ich gar nicht an. Aber wenn du mich fragst, was mich begeistert, dann ist das nicht mein neues Handy oder dann ist das nicht, was weiß ich, ein neues Paar Schuhe oder ein neues Auto oder sonst irgendwas. Auch nicht der nächste Sprung auf der Karriereleiter oder das kleine süße Baby. Keine Ahnung. Wenn du mich fragst, was mich begeistert, hier kommt es. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Wenn es in meinem Leben eine Sache gibt, für die ich einstehen möchte, wo ich sage, boah, meins, klasse. Ja, wenn du mich reduzieren möchtest, wenn du mir was wegnehmen willst, lass mir das Kreuz. Wenn ich über eine Sache wirklich hemmungslos, restlos, fasziniert und begeistert sein möchte, dann vom Kreuz. Warum? Weil dieses Kreuz und das, was am Kreuz passiert, etwas mit mir macht. Weil es meine Perspektive zu meinem ganzen Leben verändert. Weil ich, wenn ich ans Kreuz glaube, nicht mehr derselbe sein kann in dieser Welt, wie ich vorher war. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Bekehrung ist ein Abschied von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber, und ich erkläre mal, was Welt bedeutet. Welt ist das, ist nicht der Planet, sondern Welt ist das System, in dem Menschen leben, die ohne Gott glücklich werden wollen, ist das System, in dem erlaubt ist, was allgemein akzeptiert ist, wo jeder in etwa das tut, was er gerade noch vor sich und vor der Gesellschaft verantworten kann. Die Welt mit ihren sündigen Spielregeln, wo tatsächlich Verbrecher nicht bestraft werden, wo Beziehungen oft alles sind,
wo Selbstdarstellung wichtiger ist als Charakter, in der man ein schlechtes Gewissen dadurch los wird, dass man anderen die Schuld in die Schuhe schiebt, oder wo der Spaß wahrscheinlich irgendwann jede Perversion erlaubt. Damit, mit dieser Welt, haben Jünger Jesu abgeschlossen. Wir spielen nach neuen Regeln. Wir wollen Gerechtigkeit leben. Und deswegen dachte ich mir, ich beginne meine erste Predigt in diesem Jahr mit einem Wunsch an euch alle. Und dieser Wunsch findet sich in einem Leitvers zusammengefasst in Hebräer Kapitel 12. Und damit mache ich dann Schluss. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb, so davor, Kapitel 11 ist so eine Aufzählung von Glaubenshelden, von Leuten, die im Leben mit Gott einfach durchgehalten haben, die Fehler gemacht haben, aber immer wieder aufgestanden sind, die bis zum Schluss gesagt haben, ich möchte vor der Sünde nicht einknicken. Das war Kapitel 11. Und dann kommt Kapitel 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, weil es so viele Typen in der Kirchengeschichte gibt, die es geschafft haben, wo du sagen kannst, boah, nimm dir an dem ein Vorbild und an der. Weil es so viele Typen gibt, die mit ihrem Leben bewiesen haben, dass das stimmt, dass das Kreuz diese tatsächlich verändernde Kraft besitzt, dass das Kreuz dich heil machen kann. Dass wir tatsächlich, und wir könnten jetzt 1. Petrus 2 weiterlesen, dass wir tatsächlich einen Hirten gefunden haben, weil das stimmt. Weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Deshalb lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Was hier steht ist, dein geistliches Leben ist kein Sprint. Es ist eher ein Marathon. Es ist ein Wettlauf. Es ist etwas, wo du aufpassen musst, dass du über die Jahre hinweg nicht langsamer wirst. Dass du nicht irgendwann stehen bleibst. Dass du tatsächlich bis zum Schluss läufst. Und wer gut gestartet ist, der kann ermüden und ermatten. Das heißt dann in Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Jesus hat das alles gemacht, alles erlitten und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, den betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Geistliches Leben, und das merke ich über die Jahre und Jahrzehnte immer mehr, will jedes Jahr neu gewonnen werden. Es lässt sich nicht konservieren. Wir stehen alle, ich stehe, in der Gefahr, irgendwann mir Bürden und leicht umstrickende Sünde ins Leben reinzuholen. Bürden, das sind unnötige Belastungen. Es sind Dinge, die vielleicht noch keine Sünde sind. Ja, es gibt so eine Vorstufe, aber die mein Leben unnötig kompliziert machen, die mich unnötig binden, die meine Freiheitsgrade, Entscheidungen zu treffen, unnötig einschränken. Und der Text sagt, wenn du sowas in deinem Leben hast, schmeiß es raus. Du hast einen Wettlauf zu laufen. Du hast ein Leben zu leben für Gott. Du hast mit dem alten Leben abgeschlossen. Es geht um was Neues. Und dann geht es darum, dass wir leicht umstrickende Sünde ablegen. Leicht umstrickende Sünde, das ist so heimlich eingedrungene Sünde ins Leben. Das sind so Dinge, die fangen klein an. Irgendeine dumme Gewohnheit. Irgendwas, was man, ja, das hat man einfach, das war so dumm, ja. Und anfänglich ist es vielleicht nur ärgerlich. Und dann wird es irgendwann normal und irgendwann wird es zerstörerisch. Und der Text sagt, wir müssen mit Sünde eigentlich an einer Stelle schon richtig umgehen, wo es fast noch keine Sünde ist, wo es eher nur eine Last ist. Lange bevor Sünde in unser Leben hineinkommt. Und mein Wunsch für euch, es liegt ein neues Jahr vor uns, 2013. Und ich finde, damit liegt eine neue Chance vor uns, dass wir alte Fehler hinter uns lassen. Was ich euch wünsche,
Und was ich persönlich auch tue, weil ich nicht glaube, der Überflieger zu sein, der nie wieder von dem guten Kurs mit Gott abkommen kann. Was ich uns wünsche, ist, dass wir uns einen kritischen Blick gönnen auf unser Leben. Und je älter wir werden, umso mehr. Und dass wir uns diese Frage stellen, bin ich in dem Wettlauf eigentlich noch dabei? Oder ist das über die Jahre so geworden, dass ich, wie wenn ich in einen Sumpf hineinlaufe, mit jedem Schritt komme ich irgendwo tiefer und komme immer langsamer voran. Und irgendwann stecke ich fest. Ich möchte dir sagen, wenn du jetzt sagst, ich fühle mich wie einer, der stecken geblieben ist, dann möchte ich dich heute ermutigen, wieder loszulaufen. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Ich weiß nicht, wo du welche Stellschrauben in deinem Leben verändern musst. Ob da Vergebung passieren muss oder ob du dich von Dingen trennen musst, ob du dich neu organisieren musst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich darum bitten, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst und mit Gott ins Gespräch kommst darüber. Was muss ich ändern, um in diesem Wettlauf wirklich dabei zu sein, um wieder loszulaufen? Und wenn es Sünde gibt in deinem Leben, die dich lähmt, vielleicht nur so eine kleine dusselige Gewohnheit, dann möchte ich dich darum bitten, wirf sie aus deinem Leben raus. Spiel nicht länger mit ihr rum. Triff doch jetzt die Entscheidung. Ich werde das loswerden. Ich finde so einen Rückblick auf ein Jahr sehr gut. Und ich stelle mir die Frage, was hat im letzten Jahr mein Leben, wenn ich auf Sünde schaue, am meisten kaputt gemacht? Und ich weiß nicht, ob du sowas führst wie ein Journal, wo man sich alle 2-3 Tage mal aufschreibt, was ist eigentlich in meinem Leben schiefgelaufen. Ich weiß nicht, ob du ad hoc auf deiner Gebetsliste oben deine Top 10 Sünden stehen hast, wo du sagst, gegen die kämpfe ich gerade. Das sind so meine Hauptgegner. Ich weiß nicht, wie du mit Sünde umgehst, aber ich möchte dich bitten, spiel nicht mit Sünde herum. Und wenn du ein Vorbild brauchst, dann schau auf Jesus. Dann schau auf Jesus, der unter Druck lieber schweigt und Sünde erträgt, als selber zu sündigen. Er ist unser Vorbild. Und er wünscht sich, dass wir im Umgang mit Sünde es genau so machen wie er. Und das wünsche ich uns. Amen.